Also gut. Es gibt Ärger. Wie geht das? Also, du drehst ein wenig hier, ein wenig da und dann sagst du was auf Elfisch. Ja, leicht. Fangen wir an. Es wird klappen. Warte, wenn diese Ida uns sieht, erschreckt sie sich. Ich meine, wir sehen nicht wie Zauberinnen aus. Ich weiß, Yennefers Kleider. Wir ziehen sie an. Ihre Taschen sind das sieht bestimmt sehr was gut aus. Was ist mit dir los? Stehst du drauf, dich zu verkleiden? Klappe, Klugscheißer. Sonst schnüre ich dein Korsett so zu, dass du dir in die Hose... Und ja, er steht drauf, sich zu verkleiden. Schaut euch den Hut an. Hör auf zu jammern, Eskel. Wir nehmen diesen Flipper. Flitter. Flitterkram. Wir reden mit niemandem drüber, klar? Es bleibt unter uns. Oh, war ja. Das ist jedenfalls klar. Man könnte meinen, sie zieht hier ein. Psst. Mach Gerald, keine Angst. Jennifers Kleid. Sieh Jennifers Hose an. Das reicht doch noch nicht. So, Jennifers Hose. Ja, perfekt. Passt wie angegossen. Sicher. Muss nur in der Taille etwas ausgelassen werden. Ruhe jetzt. Zieh dich an. Das nicht. Passt nicht zu deinem Teint. Scheiße, Eske. Du hast eine Figur wie eine Sanduhr. Und du bist ein Arschloch. Los, komm schon. Ist unbequem. Oh Gott. Also, überlasst mir das Reden. Ihr zwei kümmert euch fällt um fällt bestimmt nicht auf. Ketmil Blue de Deune, Hokus Pokus, Abracadabra, Abracadabra, Hokus Pokus. Genau. Was ist da? Wer ist das? Als ob das funktioniert hat. Entschuldigung, wir waren niemals da. Machen! Mehr Papier, Exzellenz? Nein, du Idiot! Die Loge! Die Loge will mich holen! Ich hoffe, ihr habt eine Erklärung dafür. Eine sehr gute. Geht jetzt ins Bett. Sofort. Stock besoffen. Das ist die Erklärung. Ah, neben dem Bett aufgewacht. Weg kennt's nicht. Verdammt. Was für ein Traum. Die Klassiker. Neben dem Bett aufgewacht. Okay, der sieht nicht verwandelt aus. Wie ich sehe, sind alle schon munter. Und eine kräftige Fahne habt ihr auch. Dieser Hut war ein persönliches Erinnerungsstück, Lambert. Immer mit der Ruhe, alter Mann. Das geht in der Wäsche alles raus. Du kannst den Jungs später auf die Finger klopfen. Gehen wir an die Arbeit. Und das mit ihm hat nicht geklappt. Dein Versuch mit dem Grabstein und dem Schierling hat nicht geklappt. Nicht ganz, aber ich habe etwas rausgefunden. Während ihr Gabelschwänze gejagt und mit dem Megaskop rumgespielt habt, habe ich Uma untersucht. Mir ist etwas aufgefallen. In Momenten, wie sagt man, begrenzter Bewusstheit, verhält er sich anders. Wenn er einschläft, wacht er plötzlich für einen Moment auf. Dann bewegt er sich anders, hat einen anderen Blick. Aber nur für einen kurzen Moment. Also habe ich ihn in Trance versetzt, hypnotisiert. Also ist er tatsächlich. Aber als er richtig weg war, habe ich was gehört. Ein Seufzen oder Stöhnen. Jedenfalls nicht Omas Stimme. Oha.
Schön, bestimmt auch nicht Ciri. Aber wie soll uns das helfen? Sei still. Danke, Wesemir. Und es tut mir leid, was ich gesagt habe. Haben die Jungs dir erzählt, was wir vorhaben? Ja, und es gefällt mir nicht. Aber ich muss dir wohl vertrauen. Ich dachte, wir wären diese Folterbank längst los. Ist sicher ein halbes Jahrhundert her, dass ich den traurigen Albert gesehen habe. Ich konnte mich nicht von ihm trennen. Dachte, wir könnten ihn noch gebrauchen. Ihr wisst ja, wie alte Leute so sind. Klar. Jeder Opa sammelt ja Foltergeräte auf dem Dachboden. Tja, wer nicht. Gut, und was jetzt? Wir können anfangen. Wir brauchen nur die Tränke zu brauen. Warum haben wir das nicht? Früher gemacht. Weil die vorbereitenden Elixiere für die Probe sehr reaktionsfreudig sind. Sie müssen sofort nach der Herstellung verabreicht werden. Zufrieden. Ja. Geralt, mach die Tränke. Hier sind die Rezepte. Eskel, nimm eine Flasche Alkohol. Oh nein. Nach letzter Nacht hab ich... Und desinfiziere die Werkzeuge. Na? Hopp, hopp. Sammeln Sie die erforderlichen Kräuter und Kräutersud. Du weißt nicht, wer in Omas Körper gefangen ist. Wie bist du also auf diese Maße gekommen? Ich hab ein paar komplexe Berechnungen an. Oh, wir haben keine Hose an. Simulationen durchgerechnet. Tja. Du meinst, du hast geraten. Den Kräutersud her. Wahrscheinlich im Inventar. Bei der Alchemie. Ja. Wie stehe ich den Kräutersud her? Ich habe noch nie Alchemie gemacht. Was ist denn, Wolf? Bis später, Wesemir. Steht auf. Kräuter absolut. Das müsste bei Alchemie gehen. Tja. Wenn mir jemand verraten würde, wie ich das hinkriege. Tja. Ja. Schau mal in der Komplettlösung, ob da was drin steht. Gibt bestimmt eine. Wie brauchen wir? Ich habe noch mit Alchemie was angefangen. Ich habe keine Ahnung, wie man es macht. Tja. Hexaufträge. Nebenquests. Hauptquests. Marfail Lane heißt das Ding. Nebelinsel, Zahn auf dem Mais.
Fell Elaine. Hier haben wir es. Ist von. Alchemie-Menü klickt auf eine Quest auf den Abschnitt Kräuter, so, okay. Du besitzt den Gegenstand bereits. Haben wir noch nicht. Entweder haben wir das noch nicht oder. Wir haben es schon hergestellt, dann müssten wir ins Inventar. Tja. Irgendwie nicht. Aha. Ja? Scheinbar haben wir das noch nicht gemacht. Ja? Was ist denn dort? Bis später, Wesemir. Und schon steht da wieder hier drauf. Fehlt uns vielleicht noch eine Zutat, die wir hier liegen lassen haben? Sieht eigentlich nicht so aus. Bei Quest ist hier nur der Pops. Popsporen Gift gegen Gift drin. Das Meme-Menü klickt hier auf. Ein Questabschnitt auf Kräuter Absurde. Nö. Aktive Filter bereits eingesetzt. Das ist nein, eben nicht. Filter. Aha. Quests, Kräuter Absurde. Aha, geht doch. Und jetzt haben wir hier noch Sachen, die wir. Da können wir 3 Bomben herstellen. 8 Sachen gibt's. Gut, dass das jetzt erst erfahre. Auf einmal haben wir Bomben im Inventar. Wunderhübsch. Ja? Was ist denn? Bis später, Wesemir. Okay. Nehmen Sie sich seltsam. Den Trank haben wir zubereitet. Und jetzt schauen wir mal, was wir aus diesem hässlichen Uma rauskriegen können. Was der Trank dazu Tage befördert. Elixiere fertig. Werkzeuge auch. Gut. Wesemir? Bärenklauextrakt gegen die Schmerzen. Ich weiß, hab ich schon mal gemacht. Eskel, mach die Einschnitte an den Venen und setze die Röhrchen ein. Geralt, setze die Ampullen in die Spender ein. Oh, weia. Das arme Ding. Fertig. Öffne die Regler. Die Reihenfolge ist egal.
Mutter, Tränen, Verbrechen, Quecksen, Quecksensaft verabreichen, Aristellen, ich sag, was auch immer. Ach du Schande. Ich dachte, er hätte Schmerzmittel. Hat die Bärenklau gewirkt? Wenn nicht, hätte er einen Schock bekommen, der ihn getötet hätte. Dann läuft alles nach Plan. Nein, aber es liegt alles im Rahmen. Jetzt das nächste Elixier. Hätte es keine gute Idee. Nein, noch lebt er. Netzfolter. Also Mandy wird uns eh dazu zwingen. Ich hatte gehofft, sowas nie wieder mit ansehen zu müssen. Warum hast du dann die Folterbank behalten? Geralt, das nächste Elixier. Okay, wir versuchen es mal. Hör zu, wir sollten damit aufhören. Dann wird Uma sterben. Höchst qualvoll. Yennefer hat recht. Öffne den nächsten Regler. Na dann. Ist ja grausam. Ich hoffe, das hilft und verwandelt sich wirklich. Das umsonst gewesen ist. Das wäre schrecklich. Und jetzt? Jetzt warten wir, dass die Elixiere ihre Wirkung entfalten. Könnte einen Tag dauern. Vielleicht länger. Ihr braucht nur zu warten, ja. Ich muss den Stabilisierungszauber aufrechterhalten. Umas Körper ist lange nicht so robust wie der eines jungen Hexeranwärters. Ohne den Zauber würde er... Ja. Eskel, es tut mir leid. Würdest dir was ausmachen? Lappen zu holen, schon unterwegs. Widerlich. Geralt schluckt. Kann nicht glauben, was wir hier machen. Kotze aufwischen? Nein, die Probe. Wenn Ciri da drin steckt, könnte sie verkrüppelt werden. Wirr im Kopf oder gefühllos. Schon mal überlegt? Aber steckt Ciri nicht drin? Ganz sicher nicht. Das ist, ich meine, ich weiß es nicht, aber es ist noch zu früh in der Handlung. Das wird nicht sein. Aber natürlich. Wir haben nur keine andere Wahl. Jetzt nicht mehr. Aber wir waren zuvor. Wir hätten... Meine Herren, sauberer wird der Boden nicht mehr. Und ich müsste bitte auch noch abgewischt werden. Geralt, vielleicht solltest du... Komm schon, Eskel. Ich beiße nicht. Mach's einfach. Einige Stunden später. Tja. Ist das normal? Ja, Umas Körper löst sich von innen auf. Wenn das geschehen ist, müssen wir ihn neu formen, sonst stirbt er. Ihr Hexer habt Mutagene. Wir müssen Zauber nutzen. Ah, ja. Hey, Yen, du döst ein. Nein, ich ruhe nur meine Augen aus. Ja, das nennt man schlafen. Dann unternimm was, um mich wach zu halten. Ich weiß nicht. Erzähl mir eine Geschichte. Habe ich dir jemals erzählt, dass Rittersporn mir ein Schwert gekauft hat? War das in Kerat?
Nachdem wir uns entschieden hatten, eine Pause zu machen, ja. Meine Schwerter waren verschwunden und Rittersporn bestand auf meiner Bewaffnung. Also kaufte er mir eine Waffe. Er kam strahlend zu mir. Echter Stahl aus Viroledo. Zu einem guten Preis, das war schon fast Diebstahl. Natürlich zerbrach die Klinge bei der ersten Parade. Er ist wach. Die Zeit ist gekommen, um den Fluch zu brechen. Bereite das Phylakterium vor. Das ging ja schnell. Muss man nicht wissen, was ich gar nicht mehr beschäftige. Arriva. Andy. Ach, nein, ich lass das nicht zu. Stopp, bitte nicht. Geralt, die gelbe Flasche in meiner Tasche. Ruhe. Hast du verkackt, oder was? Okay, Ziri ist das nicht. Avalach? Du kennst ihn? Ja, ein Elf. Ein Elf. Ein Wissender. Wo ist Ziri? Wusstest du doch, dass das ein Bekannter ist. Versteckt. Die Nebelinsel. Sie ist nicht sicher. Die wilde Jagd. Die wilde Jagd. Was will sie von Ciri? Ihr Blut. Das ältere Blut, um das Tor zu öffnen. Das dürfen wir nicht zulassen. Die Nebelinsel. Wo liegt sie? Überall. Und nirgends. Hör zu, Wissender. Wir haben den Fluch nicht gebrochen, um Rätselraten mit dir zu spielen. Rwain. Arwain. Sirain. In Skellige. Folge ihm. In den Nebel. Beeile dich. Schnell. Aha, zurück nach Skellige. Sie beschützen. Aber der Fluch. Die wilde Jagd hat die Insel nicht gefunden. Bisher. Nur eine Frage der Zeit. Doch wenn sie sie verlässt, werden sie sie finden. Sofort. Es reicht, Geralt. Er ist dem Tod noch nicht entronnen. Ich werde Ciri suchen. Nicht so eilig. Denkst du nicht, dass du uns Antworten schuldest? Woher kennst du diesen Avalach? Was hat Ciri mit ihm zu tun? Ich glaube, jetzt das kann euch Jennifer erzählen. Behaltet ihn im Auge. Er ist kein Freund. Vielleicht nicht, aber Ciri scheint ihm vertraut zu haben. Wir sollten seine Worte zumindest ernst nehmen. Du hast gehört, was er gesagt hat. Verlässt Ciri die Nebelinsel, nimmt die wilde Jagd sofort ihre Spur auf. Was dann? Was legst du vor? Ciri kann nicht für immer fliehen. Eines Tages wird sie stolpern und sie wird keine zweite Chance bekommen. Es ist an der Zeit, dass die Gejagten zu Jägern werden. Geralt sucht Ciri und bringt sie her. Und die wilde Jagd wird ihnen folgen.
Sie denken, dass sie uns überraschen. Aber wir werden sie enttäuschen. Sie finden Herbringer und Mysticus in Schlacht. Bei Kermon. In einer verfallenen Burg? Haben wir eine andere Wahl? Außer das Unvermeidliche hinauszuzögern? Unser Hübscher hier könnte einige Leute zusammentrommeln, die mit dem Schwert umgehen können. Oder mit Magie. Gut. Ich hole Ciri und eure Verbündete an. Bringe sie alle her. Es gibt einige, die mir noch einen Gefallen schulden. Sind auch hübsche Frauen dabei? Keine andere. Und? Was habt ihr vor? Ich muss mich um Avalach kümmern. Ohne sanfte magische Behandlung wird er sterben. Wenn ich ihm helfe, besteht Hoffnung. Nicht viel, aber besser als keine. Die Jungs und ich werden überlegen, wie wir die ungeladenen Gäste begrüßen. Na gut, Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Viel Glück, Wolf. Und grüße Cirilla lieb von uns. Komm bald wieder zurück, Geralt. Aha. Die Nebelinsel. Bitte Freunde um Unterstützung im Kampf gegen die wilde Jagd. Und gehen nach Skellige. Okay. Neue Hauptquests. Aha. Ich wollte mal kurz mal gucken. Ich habe mal zwei Counterpunkte. Es wäre mal sinnvoll, die mal einzusetzen. Schneller Angriff müssen wir leveln. Unbedingt. Und achso, hier brauche ich zwei Punkte drauf, um das zu machen. Ja gut. Hätte vorher wissen müssen. Und ich kann es mir aufheben für den nächsten. Für die nächste Stufe, die ja nicht mehr weit ist. Das ist nicht einfach. Du bist abgeschlossen. So, da ich auf der Map jetzt hier nicht wirklich. Haben wir hier Hinweise? Da wir jetzt nicht wirklich Hinweise haben, würde ich jetzt hier mal das erste Mal die Mission ins Skellige machen. Erstmal nach Skellige gehen und dann danach verbinden und suchen oder was. Oder machen wir es andersrum und gucken mal nur, wie gerade, ob wir da was finden. Hier haben wir eine Truhe. Ah, das ist unser Lager, da sind unsere Zeugs drin. Jägerhandschuhe wäre auch mal was Tolles. Einsrüstung. 5 Rüstung. Was haben wir im Inventar gerade drin? Im Inventar haben wir 27 Rüstung. Ja, das werde ich schon mal lieber die blauen Handschuhe tragen. Ich kann mal die pinken Handschuhe. Eigentlich auch die Rüstung hier. Die können wir auch noch ein bisschen mit rumschleppen. So schwer sind die nicht. So, wir müssen gleich mal Schnellreise machen und mal hier vor Kermorheim gibt es eine Schnellreisesache. Da können wir mal nach. Würde ich erstmal nach. Sag schon. Nach Novigrad aufbrechen.
Gucken wir mal, ob wir hier bei vielleicht ein WLAN noch was finden oder ansonsten mal nach Visima und nach Weißgarten. Mal schauen, wo wir hier verbündet kriegen. Ich denke, das macht schon Sinn. Aber warte, haben wir hier. Wir haben keine Waffe ausgerüstet, das ist ein bisschen blöd. Welches waren die Waffen, die wir getragen haben? Silberschwert. Das scheint es zu sein. Ein Silberschwert. Das ist Stahlwaffe. Ah, Stufe 21 können wir bald benutzen. Bis dahin. Bomben haben wir immerhin schon ein bisschen was. Das ist eine magische Lampe. Wir können bei Alchemie können wir inzwischen wir haben doch ein paar Bomben hergestellt oder was. Meckerfritze. Aha. Mr. Ziege. Mm-hmm.